Komm in eine aufrechte Sitzhaltung. Wir beginnen die Stunde, indem wir gemeinsam Om und Shanti singen. Atme ein und singe mit mir. Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Atme ein, strecke die Arme zur Seite. Halte den Atem und weite den Brustkorb, energetisiere. Ausatmen, bringe die Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, strecke die Arme, weite den Brustkorb, halte den Atem, energetisiere. Ausatmen, senken. Einatmen, strecke dich hoch, überkreuze die Arme, verschränke die Finger, halte den Atem und bringe die Hände zur linken Seite, öffne die rechte Seite. Ausatmen. Einatmen, strecke dich hoch, Atem halten, zur anderen Seite. Ausatmen. Einatmen, strecke dich hoch, bringe die Hände hinter den Kopf, zieh die Ellbogen auseinander und bewege den Oberkörper. Nun senke die Hände für die Bauchatmung. Lege eine Hand auf den Bauch und die andere auf den Brustkorb. 4 ein, 4 aus, werden dann aber die Ausatmung verdoppeln. Das werden wir später in der vollen Yoga-Atmung auch so machen. Ausatmen, ziehe den Bauch zurück zur Wirbelsäule. Einatmen, der Bauch geht nach vorn. Ausatmen, ziehe den Bauch so weit es geht zurück. Einatmen, wölbe den Bauch nach außen und unten. Ausatmen, 2, 3, 4, sauge den Bauch zurück. Einatmen, 2, 3, 4, strecke den Bauch vor. Ausatmen, Bauch geht zurück. Einatmen, der Bauch geht vor und nach unten. Ausatmen, der Bauch geht zurück. Einatmen, der Bauch geht vor und runter. Ausatmen auf 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen. Ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einatmen. Aus, 2, 3, 4, 5, 6. Beuge dich, presse alle Luft aus den Lungen. Einatmen in den Bauch, atme weiter in den Brustkorb, hebe den Brustkorb. Atme weiter, hebe die Schultern, fülle die Lungen vollständig. Aus, entspanne die Schultern, Brustkorb, ziehe den Bauch zurück und sinke ein, die volle Yoga-Atmung. Einatmen, Bauch, atme weiter in den Brustkorb, atme weiter, hebe die Schultern. Ausatmen, Schultern, Brust, der Bauch geht zurück. Einatmen, 6, 2, 3, 4, 5, 6, aus 6, 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen. 5, 6, ausatmen auf 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Einatmen. Achte darauf, dass du dir die Ausatmung wirklich gut einteilst. Aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Einatmen. Aus. Und kehre zum normalen Atem zurück. Jetzt schaue zu mir. Es kann gut sein, dass du mit dieser langen Ausatmung etwas Schwierigkeiten hast. Das hat jedoch nichts damit zu tun, dass du nicht genug Luft hast. Das liegt meistens eher an den ersten 2-3 Sekunden der Ausatmung. Oftmals sehe ich, dass die Menschen eher so ausatmen. So verlierst du sehr viel Luft in den ersten 2 Sekunden. Diesen ersten Moment des Ausatmens müssen wir gut kontrollieren. Anstatt so auszuatmen, wo wirklich der ganze Brustkorb zusammenfällt, kontrolliere diese Bewegung, dass du so kannst du den Atem wirklich gut verlängern. Lass uns noch 2 Runden so üben. Achte wirklich darauf, dass du die Bewegung der Schultern und des Brustkorbs gut kontrollierst. Lege die Hände wieder in die Positionen. Atme aus, der Bauch geht zurück, sinke ein. Einatmen in den Bauch, atme weiter in den Brustkorb, Schultern heben sich. 12 Sekunden, ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehr gut. Einatmen. Aus. Und kehre zum normalen Atem zurück. Wir werden nun mit Kapalabhati fortfahren. Hierzu werden wir ein paar ganz schnelle, kraftvolle Ausatmungen machen. Konzentriere dich hierfür auf die Ausatmung und ziehe den Bauch ganz schnell zurück, sodass die Luft rausschießt. Dann entspanne den Bauch, sodass der Atem automatisch einfließt. Das sieht so aus. So als ob dir etwas in die Nase fliegt und du es wieder hinauspusten möchtest. Ich gebe dir hierfür einen ganz bestimmten Rhythmus. Wir werden etwa 20 bis 30 Wiederholungen machen. Dann machen wir die Streckbewegung nochmal und dann den Atem halten. Während des Atemhaltens halte den Atem bitte nur so lange, wie es bequem geht. Sitze aufrecht. Wir beginnen mit einer normalen Aus- und Einatmung. Ausatmen, der Bauch geht zurück. Einatmen, der Bauch geht vor und beginne. Einatmen, strecke die Arme zur Seite, Atem halten, weite den Brustkorb. Ausatmen, senke die Hände vor der Brust zusammen. Einatmen, Hände auf die Knie. Halte den Atem und schließe die Augen. Halte die Wirbelsäule aufrecht und konzentriere dich auf den Bauch. Erlaube dem Bauch, sich voll zu entspannen. Das wird dir helfen, den Atem bequem zu halten. Ausatmen. Tief ein. Tief aus. Einatmen und beginne. Einatmen, strecke die Arme, halte den Atem, weite den Brustkorb, energetisiere. Ausatmen, senke die Hände. Einatmen, Hände auf die Knie. Halte den Atem und schließe die Augen. Konzentriere dich auf den Bauch und entspanne ihn. Nun erlaube der Konzentration, zur Stirn zu fließen, zum dritten Auge. Halte den Geist konzentriert und singe geistig Om, um den Geist mit dieser göttlichen Schwingung zu füllen. Lasse die Augen geschlossen und atme aus. Tief ein. Ausatmen und kehre zum normalen Atem zurück. Bleibe ganz still sitzen, den Geist auf das dritte Auge gerichtet. Und spüre, wie klar der Geist nun ist und wie einfach es ist, den Geist aufmerksam zu halten. Nun strecke die Beine vor dir aus, entferne das Kissen und lockere die Beine. Schließe die Beine, die Fußgelenke sind zusammen und die Zehen ziehen zum Kopf. Atme ein, der Bauch geht vor und ausatmen, beuge dich vor, bis du eine kleine Dehnung in den Beinen spürst. Einatmen, komme langsam bewusst hoch, bis die Dehnung etwas nachlässt. Ausatmen, beuge dich vor. Einatmen, komme hoch. Achte darauf, dass die Fußgelenke geschlossen bleiben. Ausatmen, beuge dich vor und rolle den Kopf zum Brustkorb. Bleibe hier für ein paar Momente. Atme tief in den Bauch. Achte darauf, dass der Bauch sich vor und zurück bewegt mit jeder Atmung. Einatmen, komme hoch. Nun bringe den linken Fuß zum rechten Oberschenkel. Der Oberkörper dreht zum rechten Bein. Der rechte Fuß zeigt nach oben und zieht zu dir. Ausatmen, beuge dich vor. Einatmen, komme langsam hoch. Ausatmen, vor. Rolle den Kopf zum Brustbein. Bleibe hier und konzentriere dich auf den Atem. Einatmen, komme hoch. Nun lege das linke Fußgelenk auf den Oberschenkel direkt unter dem Knie. Achte darauf, dass das Fußgelenk unterstützt ist, sodass der Fuß nicht zur Seite knickt. Das linke Schienbein sollte rechtwinklig zum rechten Bein sein. Du kannst die rechte Hand entweder auf den Fuß oder hinter den Rücken stellen. Wir werden gleich mit der linken Hand das Knie Richtung Boden drücken. Einatmen und ausatmen, drücke das Knie in Richtung Boden. Einatmen, lösen. Ausatmen, senken, bleibe hier und atme tief weiter. Du kannst probieren, mit jeder Ausatmung das Bein etwas weiter nach unten zu drücken. Mache ganz kleine Bewegungen und atme tief weiter. Löse langsam. Nun werden wir gleich mit dem linken Ellbogen auf das Bein drücken, uns dann jedoch auch zum Bein hinunterbeugen. Achte darauf, dass das rechte Bein gestreckt bleibt und der Fuß zu dir zieht. Mit der Ausatmung drücke nun das Bein nach unten und beuge dich dann sanft nach vorn. Bleibe hier und atme tief in den Bauch. Achte darauf, dass du den Druck auf das Knie nicht zugunsten der Vorwärtsbeuge aufgibst. Atme tief weiter und probiere mit jeder Ausatmung ein kleines bisschen weiter runter oder nach vorn zu gehen. Komme langsam wieder hoch und wechsle die Seiten. Das Lefte, strecke das linke Bein und beuge das rechte. Dreh den Oberkörper zum linken Bein. Und ausatmen, beuge dich vor. Einatmen, komme ein bisschen hoch. Ausatmen, beuge dich vor und rolle den Kopf zum Brustkorb und bleibe hier. Es ist immer gut, den Körper so symmetrisch wie möglich zu halten. Wenn du also eine Hand nach vorne streckst, solltest du auch die andere nach vorne strecken. Einatmen, komme hoch und lege das rechte Fußgelenk auf das linke Bein. Die linke Hand entweder hinter dir oder auf dem Fuß, die rechte Hand auf dem Knie. Atme ein, der Bauch geht vor und ausatmen, drücke das Knie nach unten. Einatmen, löse langsam. Ausatmen, senken, bleibe hier, halte den Druck auf das Knie und atme tief weiter. Löse langsam und bringe den Ellbogen zum Knie. Ausatmen, beuge dich vor, drücke das Knie zum Boden, halte die Stellung und nutze jede Ausatmung, um dich ein kleines bisschen weiter vorzubeugen. Einatmen, komme hoch, strecke beide Beine aus und schließe die Beine. Hinter dir zum Boden, die Finger zeigen zu den Füßen. Atme ein, ausatmen, hebe die Hüften und rolle den Kopf in den Nacken. Einatmen, senke das Becken. Ausatmen, beuge dich vor und entspanne die Beine. Einatmen, komme hoch, aus, hebe das Becken, bleibe hier. Probiere das Becken, soweit es geht, zu heben, die Füße gehen Richtung Boden und atme tief weiter. Nun rolle langsam von Seite zu Seite, das Becken bleibt gehoben. Senke das Becken und beuge dich vor, entspanne. Richte dich auf und komme zum Stehen. Achte darauf, dass du genug Platz um dich herum hast. Schließe die Beine und finde einen Punkt am Boden, auf den du dich konzentrieren kannst. Der Körper ist aufrecht, die Schädeldecke strebt nach oben, die Hände sind zusammen. Verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß und hebe das linke Bein vor dir an. Die Ferse schiebt von dir weg und deine Aufmerksamkeit ist auf den Punkt auf den Boden gerichtet. Atme tief weiter. Nun strecke die Arme hoch. Nun bringe das Bein zur Seite und beuge dich nach rechts. Probiere das Bein ein kleines bisschen höher zu heben, als du es normalerweise tust. Beuge dich vor, hebe das Bein hinter dir und strecke die Arme nach vorne. Bringe das linke Bein wieder nach vorne, beuge es und drehe es nach innen und dann beuge das rechte Bein ein wenig. Die Arme strecken weiter nach oben. Komme zurück zur Mitte, lasse die Arme oben. Verlagere das Gewicht auf den linken Fuß und hebe das rechte Bein. Hebe das Bein zur Seite und beuge dich nach links. Strecke das Bein nach hinten und beuge dich vor. Bringe das Bein nach vorne, beuge und drehe es nach innen und beuge das linke Bein. Komme zurück zur Mitte, lasse die Arme oben, schließe die Beine und dann komme auf die Zehenspitzen. Komme aus der Stellung und senke die Hände. Aufwärts auf der Matte und gib die Beine etwa 1,20 Meter weit auseinander. Drehe den rechten Fuß nach außen, der linke folgt ein bisschen. Bringe den rechten Ellbogen zum rechten Knie, die linke Hand in die Hüfte. Ausatmen, beuge das rechte Bein, sodass das Schienbein senkrecht zum Boden steht. Bleibe hier und nutze die linke Hand, um das Becken nach unten zu drücken. Atme tief weiter. Probiere mit jeder Ausatmung ein kleines bisschen weiter runter zu gehen. Lass die Beine so, richte den Oberkörper auf und hebe die Arme auf Schulterhöhe in den Krieger. Drehe den Kopf zur rechten Hand, idealerweise schließe die Augen und konzentriere dich auf den Atem. Komme zurück zur Mitte. Denke daran, dass du mit deinem Körper arbeiten und nicht mit ihm kämpfen sollst. Mache immer nur so viel, wie es sich gut anfühlt. Nun drehe den linken Fuß raus, den rechten Fuß ein, der linke Ellbogen geht zum Knie und dann beuge das Bein, bleibe hier und drücke mit der rechten Hand in die Hüfte, tief atmen. Drücke die Hüfte etwas weiter runter und achte darauf, dass das rechte Bein gestreckt bleibt. Richte den Oberkörper auf, hebe die Arme zur Schulterhöhe und schaue zur linken Hand. Komme aus der Stellung, drehe den rechten Fuß nochmal zu mir. Dieses Mal dreht der Fuß ein bisschen weiter, sodass die linke Ferse wirklich nach hinten zeigt. Für diese Stellung dreht die Hüfte zum vorderen Bein. Wenn du die Beine etwas weiter schließen musst, kannst du das gerne tun. Nun mit der Hüfte zum Bein gedreht, beuge das rechte Bein. Das Schienbein sollte wieder senkrecht zum Boden sein. Bringe die Hände zusammen, strecke die Arme hoch und rolle den Kopf in den Nacken, schaue zu den Daumen. Strecke dich, soweit es geht, nach oben. Nur der Kopf rollt nach hinten. Die Hände bleiben flach aufeinander, die Ellbogen gestreckt und achte darauf, dass das linke Bein gerade ist. Komme hoch und wechsle die Seite. Der linke Fuß dreht raus, der rechte kommt rein, die Hüfte dreht zum linken Bein. Beuge das linke Bein, strecke dich hoch und rolle den Kopf in den Nacken. Das rechte Bein bleibt gestreckt. Komme hoch. Dreh dich wieder zum rechten Bein, das linke Bein streckt zurück und das Knie geht zum Boden. Die linke Hand geht zum Boden, die rechte Hand an die Innenseite des Knies. Verlagere das Gewicht auf die linke Hand, atme aus und drücke das Knie zur Seite. Achte darauf, dass die Hüfte noch gehoben bleibt, nur das Knie bewegt sich. Tief atmen. Jeder Ausatmung drücke das Bein etwas weiter nach außen. Das Knie bleibt dort und dann senke das Becken mit der Ausatmung zum Boden. Zurück zur Mitte, lege die Hand an die Außenseite und mit der Ausatmung drücke das Knie zum Brustkorb. Halte es und atme tief weiter. Lasse langsam los, bringe beide Hände zum Boden und ziehe die Hüften zurück, sodass die Zehen vom Boden hochkommen. Und mit der Ausatmung beuge dich zum rechten Bein hinunter. Achte darauf, dass das rechte Bein nicht gestreckt sein muss. Es kann leicht gebeugt sein. Stelle dir aber vor, dass die Hüfte in den Boden drückt, während du das Becken zurückziehst. Komm zurück zur Mitte, beide Hände sind noch am Boden. Nun bringe den rechten Fuß zur linken Hand und beuge dich zur rechten Seite, bis das rechte Knie am Boden ist. Es ist besser, dass du dich zur Seite beugst, sodass du die Bewegung der Hüfte kontrollieren kannst. Achte darauf, dass das vordere Schienbein parallel zum Mattenrand ist. Das Knie bleibt während der ganzen Übung am Boden. Das linke Bein streckt, soweit es geht, nach hinten. Einatmen, hebe das Becken, das Knie bleibt am Boden. Und ausatmen, drehe das Becken zur Mitte und nach vorne. Einatmen, lösen. Ausatmen, drehe das Becken zur Mitte und nach vorne. Achte wirklich darauf, dass das Schienbein parallel zum Mattenrand bleibt, sodass du die korrekte Muskulatur bedienst. Einatmen, komme raus. Und noch einmal ausatmen, dreh dich zur Mitte. Nun bleibe hier und mit jeder Ausatmung beuge den Brustkorb langsam vor. Komm zurück zur Mitte und stelle den Fuß auf. Für die nächste Übung achte darauf, dass der rechte Fuß flach am Boden ist und nach vorne zeigt und auch das Knie nach vorne zeigt. Nun strecke das hintere Bein und achte darauf, dass es gestreckt bleibt. Drehe dich langsam zur linken Seite und achte darauf, dass das rechte Knie nach vorne zeigt. Du solltest wirklich keinen Druck im rechten Knie spüren. Mache nur so viel, wie es sich gut anfühlt und atme tief in den Bauch. Wenn möglich, senke die Hüfte langsam. Idealerweise zeigen die Zehen des linken Fußes zur Decke. Nun komme zurück zur Mitte und strecke beide Beine. Der hintere Fuß zeigt ein bisschen nach außen, beide Beine sind gestreckt. Hebe den Oberkörper leicht und dann mit der Ausatmung senke den Oberkörper zum gestreckten rechten Bein. Nun lasse die rechte Hand, wo sie ist, und bringe die linke Hand zur Hüfte. Drehe die linke Hüfte und Schulter hoch zur Decke. Strecke den linken Arm hoch und schaue zur linken Hand in das Dreieck. Bringe die linke Hand zum Schienbein, Fuß oder Boden und die rechte Hand zur Hüfte. Drehe die Hüfte und Schulter hoch zur Decke, dann strecke den rechten Arm und schaue hoch zur rechten Hand. Achte darauf, dass beide Beine gestreckt sind. Mit jeder Ausatmung schiebe die rechte Schulter etwas weiter nach hinten, sodass der Brustkorb sich weiter öffnet. Komme langsam aus der Stellung und wechsle die Seiten. Linkes Bein vorne, rechtes zurück. Das Gewicht geht auf die rechte Hand und die linke Hand am Knie. Ausatmen, drücke das Knie zur Seite, bleibe hier und atme tief weiter. Nutze jede Ausatmung, um das Knie etwas weiter nach außen zu drücken. Mit der nächsten Ausatmung senke das Becken in Richtung Boden. Komm zurück zur Mitte, die Hand geht an die Außenseite des Knies und mit der Ausatmung drücke das Knie nach innen. Komme aus der Stellung, beide Hände zum Boden, ziehe das Becken zurück, die Zehen kommen hoch und ausatmen, beuge dich zum linken Bein. Achte darauf, dass du die linke Ferse in den Boden drückst, während du das Becken zurückziehst. Komme zurück zur Mitte und bringe den linken Fuß zur rechten Hand. Beuge dich zur linken Seite, sodass das Schienbein parallel zur Matte ist und das Knie zum Boden geht. Einatmen und ausatmen, hebe das Becken und drehe es zur Mitte und nach vorne. Achte darauf, dass das Knie am Boden bleibt. Einatmen, lösen. Achte darauf, dass das Knie wirklich am Boden bleibt, da du sonst sehr viel Druck auf den Meniskus gibst. Wenn du dich drehst und das Knie sich vom Boden hebt, geht das ganze Gewicht in das Kniegelenk. Dabei kannst du dich verletzen. Achte also darauf, dass das Knie wirklich am Boden bleibt. Es ist nicht wichtig, wie weit du dich drehen kannst. Atme ein und ausatmen, drehe dich zur Mitte. Nun beuge dich langsam zum Bein hinunter. Komme zurück zur Mitte und stelle den Fuß auf. Der linke Fuß und das Knie zeigen nach vorne. Strecke das rechte Bein und drehe dich zur rechten Seite. Achte darauf, dass der vordere Fuß nach vorne gestreckt bleibt. Wenn möglich, senke das Becken. Versuche, den Atem länger werden zu lassen. Komme zurück zur Mitte und strecke beide Beine. Der rechte Fuß zeigt nach außen, beide Beine sind gestreckt. Beuge dich zum linken Bein hinab und halte die Stellung für einen Moment. Atme tief weiter. Die linke Hand bleibt, wo sie ist, die rechte Hand geht zur Hüfte und dann drehe die Hüfte und Schulter hoch zur Decke. Strecke den rechten Arm hoch und schaue zur rechten Hand. Senke den rechten Arm und hebe den linken, schaue hoch zur linken Hand. Senke den Arm, beuge das vordere Bein und stelle beide Hände zum Boden. Strecke beide Beine zurück in die Liegestützposition. Der Körper ist gerade und mache kreisförmige Bewegungen über den Händen. Kreise andersherum. Komme zurück zur Mitte. Du kannst die nächste Variation auch mit den Knien am Boden machen. Sie ist ein kleines bisschen anstrengender. Von hier aus, entweder mit den Beinen gestreckt oder den Knien am Boden, laufe mit den Händen etwas nach vorne. Wenn das zu rutschig auf der Matte ist, kannst du Hände und Füße neben die Matte stellen. Bring die Knie zum Boden und komme aus der Stellung. Entspanne die Arme einen Moment. Wir werden noch eine Variation machen. Dieses Mal gehen wir jedoch nicht nach vorne, sondern zur Seite. Stelle die Finger also zur Seite. Du kannst mit den Knien am Boden anfangen oder auch die Beine strecken. Und dann laufe langsam mit den Händen nach außen. Halte die Stellung und atme tief in den Bauch. Stelle die Knie ab und komme langsam aus der Stellung. Lege dich auf den Bauch mit den Händen neben dem Brustkorb. Achte darauf, dass die Handflächen und das Brustbein auf einer Höhe sind. Die Unterarme berühren den Brustkorb und die Ellbogen ziehen nach unten. Die Stirn liegt am Boden. Ziehe das Steißbein nach unten. Atme ein. Ausatmen, rolle den Kopf in den Nacken und bleibe hier. Schließe die Augen, wenn möglich. Und mit jeder Ausatmung probiere den Kopf ein kleines bisschen weiter nach hinten zu rollen. Du brauchst gar nicht so sehr den Brustkorb zu heben, probiere dich auf die Nackenbewegung zu konzentrieren. Während du weiter daran arbeitest, den Kopf und den Nacken zu rollen, gib ein bisschen Druck auf die Hände und roll dich etwas weiter auf. Dann bleibe hier, presse die Hände in die Matte und stelle dir vor, dass du sie zurückziehen willst, sodass das Brustbein sich nach vorne schiebt. Halte diese Zugbewegung auf den Händen und atme tief weiter. Komme langsam aus der Stellung, mache ein Kissen mit den Händen und lege eine Wange auf die Hände. Atme tief in den Bauch und entspanne den Körper. Nun verschränke die Hände hinter dem Rücken, schließe die Beine, hebe die Arme und ziehe die Hände nach hinten, die Ellbogen sind gestreckt. Probiere den Kopf genauso aktiv nach hinten zu rollen wie gerade in der Kobra. Die Hände bleiben gehoben und ziehen nach hinten. Schließe die Beine und hebe sie vom Boden hoch, atme tief weiter. Beine und Oberkörper bleiben gehoben und dann strecke die Arme nach vorne. Der Kopf rollt weiter in den Nacken, sodass der ganze Rücken gebeugt ist, und atme tief in den Bauch. Noch 10 Sekunden. Und komme aus der Stellung. Gib die Hände unter die Schultern und drücke dich hoch in die Tischstellung und sinke dann zu den Fersen, die Arme strecken nach vorne. Wenn die Stirn zum Boden kommt, lege die Arme neben den Körper. Atme tief weiter in den Bauch. Rolle langsam hoch. Und dann setze dich, sodass die Fersen links neben dir sind. Verschränke die Hände hinter dem Kopf, atme ein, ziehe Ellbogen, Kopf und Schultern zurück, weite den Brustkorb. Ausatmen, senke den linken Ellbogen und schaue hoch zur Decke. Tief atmen. Einatmen, komme hoch und stelle den linken Fuß neben das rechte Knie. Wenn das nicht funktioniert, kannst du auch das rechte Bein strecken. Am wichtigsten ist, dass beide Gesäßhöcker zum Boden kommen. Ziehe dich am Schienbein nach vorne, sodass die Wirbelsäule sich streckt. Bringe den rechten Arm um das Knie, die linke Hand hinter dir zum Boden. Einatmen, hebe den Brustkorb. Und ausatmen, drehe dich zur Seite. Die Wirbelsäule bleibt so gerade wie es geht. Vor allen Dingen der Nacken hebt sich hier, sodass sich der Kopf entspannt mitdrehen kann. Mit jeder Einatmung strecke die Wirbelsäule und mit jeder Ausatmung schiebe die linke Schulter etwas weiter zurück, sodass du tiefer in den Drehsitz kommst. Achte darauf, dass du wirklich ganz aktiv atmest. Man kann das sehr schnell vergessen, wenn man die Stellungen hält. Du solltest auch in weniger anstrengenden Stellungen ganz aktiv und kraftvoll atmen. Das wird dir helfen, die ganzen Verunreinigungen des energetischen Systems zu beseitigen. Komme zurück zur Mitte und bringe die Beine auf die andere Seite, sodass die Fersen auf der rechten Seite des Körpers sind. Verschränke die Hände hinter dem Kopf, einatmen, weite den Brustkorb. Und ausatmen, beuge dich langsam zur rechten Seite. Komme hoch und stelle den rechten Fuß über das linke Bein. Wenn es leichter ist, das linke Bein zu strecken, kannst du das gerne tun. Ziehe dich am Schienbein nach vorne. Achte darauf, dass beide Sitzknöchel am Boden sind. Der linke Arm geht um das Knie, die rechte Hand hinter den Rücken. Atme ein und richte die Wirbelsäule auf. Ausatmen, dreh dich nach rechts und halte die Stellung. Atme ein paar Mal tief ein und aus, um die Stellung nachzujustieren. Erlaube deiner Konzentration wieder zum dritten Auge zu kommen, sodass du alle Gedanken auf diesen einen Punkt richtest. Komme zurück zur Mitte, strecke die Beine vor dir aus und schließe die Fußgelenke. Ausatmen, beuge dich vor und halte dich dort fest, was du gut erreichen kannst. Erlaube dem Kopf nach vorne zu sinken, sodass der Nacken sich entspannen kann. Erinnere dich nochmal an das Gefühl der Klarheit, das du nach den Atemübungen hattest, und probiere es zu reproduzieren. Komme langsam wieder hoch und lege dich auf den Rücken für die Endentspannung. Bringe die Aufmerksamkeit zum rechten Bein, atme ein, hebe es an, spanne es an. Und lass es fallen, entspanne. Aufmerksamkeit zum linken Bein, einatmen, anheben, anspannen und fallen lassen, entspannen. Einatmen, hebe beide Arme an, mach Fäuste, anspannen, spreize die Finger und entspannen. Aufmerksamkeit zum Becken, hebe es an, spanne das Gesäß und entspannen. Einatmen, wölbe den Bauch weit nach außen und entspannen. Nun ziehe alle Gesichtsmuskeln zur Nase, mach ein saures Gesicht und entspannen. Rolle den Kopf von Seite zu Seite, zurück zur Mitte und wenn nötig, korrigiere nochmal deine Liegeposition. Erlaube dem Körper, vollkommen entspannt und bewegungsfrei zu sein. Bringe die Aufmerksamkeit nochmal zu den Füßen. Fühle sie einfach und stelle dir vor, dass sie langsam wärmer werden. Wenn du nicht weißt, wie das geht, kannst du auch geistig wiederholen: Meine Füße sind ganz warm. Bringe die Aufmerksamkeit zu den Händen, spüre sie und stelle dir geistig vor, dass sie wärmer werden oder wiederhole geistig: Meine Hände sind angenehm warm. Aufmerksamkeit zum Bauch, spüre den Bereich um den Bauchnabel herum und spüre, wie der Bauch warm wird oder wiederhole geistig: Mein Bauch ist angenehm warm. Aufmerksamkeit zur Stirn, glätte und entspanne sie und wiederhole geistig: Meine Stirn ist angenehm kühl. Nun, da der Geist entspannt ist, kannst du geistig das Mantra Om singen. Du kannst kurze Wiederholungen wählen wie Om, Om, Om oder längere wie zu Beginn der Klasse. Wiederhole das Mantra ununterbrochen und spüre, wie die göttliche Schwingung den Geist durchdringt. Das wird dich in einen Zustand ganz tiefer Entspannung bringen, in dem die göttliche Energie, das Prana, ungehindert durch dich hindurchfließen kann, sodass, wenn ich dich in ein paar Minuten aus der Stille führe, du dich vollkommen entspannt, erholt und verjüngt fühlst. Atme tief ein, tief aus, bewege leicht Hände und Füße, spanne Arme und Beine, strecke die Arme über den Kopf, dehne dich, rolle dich zur rechten Seite und komme zum Sitzen. Wir enden die Stunde mit dem Singen von Om und Shanti. Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden.